Es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für Ihre DOZ-News. Seien Sie hierzu herzlich willkommen. Sippenhaft für AfD-Mitglieder. Der Thüringer Innenminister hat am 5. Juni angekündigt, AfD-Mitgliedern die Zuverlässigkeit abzusprechen und somit Jagdscheine und Sportschützenberechtigungen einzuziehen. Der Verfassungsschutz des Freistaats stuft die AfD als erwiesen rechtsextremistisch ein, so die Begründung. Der Spiegel berichtet. In einem Schreiben an alle örtlichen Waffenbehörden weist das Thüringer Innenministerium ausdrücklich darauf hin, dass gegen die Mitglieder der AfD in Thüringen grundsätzlich entsprechende Widerrufsverfahren einzuleiten seien, sie also entwaffnet werden sollen. Thürings Innenminister Georg Mayer von der SPD sagte, wir halten uns nur an Recht und Gesetz und setzen das Waffengesetz durch. Hintergrund des Vorgehens: Thüringen ist bislang das einzige Bundesland, in dem der Verfassungsschutz die AfD als erwiesen rechtsextremistisch und nicht nur als Verdachtsfall einstuft. Ob die Einschätzung des Verfassungsschutzes allerdings ausreicht, um Waffenbesitzern alleine wegen ihrer AfD-Mitgliedschaft die Waffenbesitzkarte zu entziehen, ist unklar, da die Waffenbehörden jeden Einzelfall zu prüfen haben. Hessische Jäger waren fleißig. Mit einer Rehwildstrecke von knapp 105.000 Stücken wurde in Hessen die Rekordstrecke aus dem Vorjahr erneut übertroffen. 2021 lag sie bei knapp über 100.000. Auch die Rotwild- und Dammwildstrecken zeigen, laut Umweltministerium, ein anhaltend hohes Niveau. Beim Schwarzwild wurde mit rund 88.400 Sauen die zweithöchste Strecke seit 1959 erzielt. Da die afrikanische Schweinepest bereits in einigen Bundesländern in Deutschland ausgebrochen ist, ist es wichtig, Wildschweine auch in diesem Jahr intensiv zu bejagen, heißt es von Seiten des Ministeriums. In Sachen Wiederbewaldung würden die hohen Streckenergebnisse beim Rot-, Damm- und Rehwild die Bemühungen der Jägerschaft widerspiegeln, bei der Aufforstung von Waldflächen mitzuwirken. Apropos Forst geht vor. Lea Lorscheider, Referentin der obersten Jagdbehörde Rheinland-Pfalz, informierte kürzlich die Fachgruppe der Hochwildhegegemeinschaften im LJV über den Stand der geplanten Novellierung des Landesjagdgesetzes. Der Referentenentwurf soll Ende des Jahres stehen, das neue Gesetz zum 1. April 2024 in Kraft treten. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen das Schalenwild im Forst. Denn Ziel ist eine natürliche Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Schutzmaßnahmen. Deshalb soll die Jagdzeit auf Rot- und Rehwild künftig 10 Monate betragen. Das Kirren von Sauen in Rotwildeinständen wird untersagt. Insgesamt besteht die Tendenz, Kompetenzen weg von den Hegeringen auf die Jagdbehörde zu verlagern. Das führt zu erheblich weniger Flexibilität der Jägerschaft vor Ort. Die anwesenden Berufsjäger, Beständer sowie Waldleute kritisierten dieses Ansinnen vehement. Berlin, ein Eldorado für Räuber. Im vergangenen Jagdjahr erlegten Berliner Stadtjäger 46 Waschbären. Der Bestand wird hier auf mindestens 1.000 geschätzt. Die Kleinbären bedrohen unter anderem Amphibien an den Gewässern der Hauptstadt. Einbrüche bei Moorfrosch, Knoblauchkröte, Kammmolch und Gelbbauchunke gehen auf das Konto der maskierten Räuber. Die Berliner Umweltverwaltung räumt zwar ein, die Waschbärbestände wurden lange unterschätzt, dennoch heißt es im rot-grünen Senat, eine gezielte Bejagung zum Schutz gefährdeter Arten wird in Berlin derzeit nicht für sinnvoll gehalten. Typisch Berlin. Nichtsdestotrotz, Ihnen allzeit guten Anblick, viel Weidmannsheil und bleiben Sie neugierig. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.